Hoi miteinander. Mein Name ist Joel Grandjean und ich möchte euch hier in Liechtenstein willkommen heißen. Ich bin Liechtensteiner und ich bin mir durchaus bewusst, dass man nicht sehr viel über mein Land weiß. Aber ich möchte euch jetzt einige Tipps und Tricks geben, was ihr hier so erleben und ansehen könnt. Mein Vorschlag wäre, dass ihr zuerst zu Schloss Vaduz hochgeht. Das Schloss selbst kann man leider nicht besichtigen, da der Fürst dort oben wohnt. Aber man hat eine wunderbare Aussicht über das ganze Dorf. Die Liechtensteiner sind sehr kulturinteressiert. Das heißt, auf einem sehr kleinen Raum haben wir uns eine Museumsmeile geschaffen. Wir haben eine Art Open-Air-Kunstausstellung, die ganzjährig und gratis zugänglich ist. Und es gibt verschiedenste Museen, wo man sowohl in die Geschichte Liechtensteins eintauchen kann, aber auch moderne Kultur genießen kann. Meine persönliche Empfehlung hier wäre die Schatzkammer Liechtenstein, wo man die Fürstenkrone ansehen kann und auch echtes Mondgestein von den Mondlandungen. Liechtenstein ist nur 160 Quadratkilometer groß. Das heißt, theoretisch kann man es an einem Tag tatsächlich durchwandern. Als kleine Hilfe beim Durchwandern haben wir den Liechtensteinweg eingeführt. Den gibt es seit 2019. Er führt mit einer App durchs ganze Land und erzählt kleine Details aus der Geschichte Liechtensteins. Falls es hier im Tal ein bisschen zu heiß wird, bietet sich eine Abkühlung in den Bergen an. Da oben ist nämlich eine einzigartige Attraktion, die es nur in Liechtenstein gibt. Die Falknerei in Malbuhn bietet nämlich Adlerwanderungen an, wo man mit einem Adler gemeinsam die Bergwelt Liechtensteins erkunden kann. Und wenn man schon da oben ist, kann man vielleicht auch den Tag bei einem Sonnenuntergangsbier auf einer Sonnenterrasse ausklingen lassen. In Liechtenstein wird seit über 2000 Jahren Wein angebaut. Wir haben über 100 Winzer auf einem sehr kleinen Land verteilt. Wenn ihr einen Schluck davon testen möchtet, kommt nach Liechtenstein und kauft ihn hier vor Ort. Und obwohl Liechtenstein so klein ist, haben wir eine sehr große Dichte an hervorragenden Restaurants, weil guter Wein und gutes Essen gehören einfach zusammen.